Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn heute habe ich mir spontan überlegt, ich nehme euch mit bei unserem Mittagessen. Wir bereiten heute ein super leckeres Mittagessen zu, nämlich mein Lieblingsrezept. Ofengemüse mit Kartoffeln. Es ist so ein bisschen angelehnt an die Videos, die ich schon habe, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt meine lieblingsmodifizierte Variante und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Auf meinem Channel habe ich ja sogar bereits schon das Grillgemüse gefilmt. Da habe ich das Ganze so erwachsenmäßig gemacht, mit so ein bisschen gröber gelassen. Aber ich habe festgestellt, mein Trick bei mir ist jetzt, dass ich das Gemüse einfach nur ein bisschen kleiner schneiden muss, damit sie das nicht so wahrnimmt. Und dann isst sie das nämlich auch mit. Deswegen zeige ich euch heute quasi mein Upgrade. Das ist ein All-in-One-Mittagessen, weil wir oben dann noch die Chicken Nuggets in Dino-Variante oben drauf machen. Die kommen wirklich immer super gut bei den Kids an. Und ich bereite das Ganze heute jetzt hier auf meiner Stoneware zu. Da eignet sich natürlich hier das Upgrade von der White Lady. Falls ihr die White Lady habt, könnt ihr das auch auf der machen. Wenn ihr den hier nicht habt, könnt ihr das Ganze auch auf dem Jakes machen. Wichtig ist nur, dass euer Stein auf jeden Fall einen Rand haben sollte, damit nichts auslaufen kann. Und wer die Stoneware nicht besitzt, sollte sich die auf jeden Fall zulegen. Nein, wer sie nicht hat, kann das ganze Essen natürlich auch auf dem Backblech zubereiten. Da auf jeden Fall Backpapier benutzen. Und ganz wichtig ist da, dass ihr die auf jeden Fall bei der Halbzeit der Zeit auf jeden Fall nochmal wenden müsst. Weil das erspart uns natürlich die Stoneware. Die sorgt ja dafür, dass alles von oben und unten kross wird. Ich zeige euch jetzt erst einmal die wenigen Zutaten und ich würde sagen, wir starten gleich direkt los. Für die Kartoffeln benötigen wir vorerst einfach nur 8 Kartoffeln, Pfeffer, Salz und ein bisschen Olivenöl. Als erstes schälen wir jetzt erst einmal die Kartoffeln und schneiden die in Spalten. Und da haben wir ja hier ein tolles Helferlein. Hier können wir nämlich einfach die Kartoffel draufsetzen und haben dann 6 gleichmäßige Spalten. Und das geht ganz einfach, super schnell. Die Kids können mithelfen, also Mias Alter, Mias Jahr 2 wird jetzt im Mai 3. Und da habe ich einfach noch Angst, die mit einem scharfen Messer schneiden zu lassen. Und da ist das natürlich perfekt, weil so kann ich schälen die Kartoffeln und die Mia spaltet die immer. Ein super Duo-Team. Und wer das Ganze nicht hat, schneidet, halbiert die Kartoffel und schneidet dann einfach so 3 Stücke draus. Dann kriegt man das auch hin, aber sie werden natürlich nicht ganz so schön. Ich muss echt sagen, ich liebe das Teil. Würzen wir die Kartoffel einfach nur mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Ich mische das Ganze immer einfach direkt auf der Stoneware und dann kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze für 25 Minuten. Und in der Zwischenzeit bereiten wir gleich das Gemüse zu. Also schon mal vorab, bei dem Gemüse könnt ihr natürlich das Gemüse eurer Wahl nehmen oder auch ganz das Ganze einfach nur saisonal anpassen. Wir lieben einfach den Mix aus Zucchini, Möhrchen und ein paar Paprika. Im Sommer mache ich da auch noch ganz, ganz gerne die Tomaten aus dem Gewächshaus rein. Das ist auch echt super lecker, wenn die aromatisch sind. Wir schneiden das Gemüse jetzt erst einmal schön in kleine Würfel oder wenn eure Kids das Ganze auch gröber essen, könnt ihr das Ganze gröber machen, das finde ich persönlich noch leckerer wie bei dem Grillgemüse. Und dann würzen wir das Ganze einfach nur mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Balsamico-Essig, aber den cremigen. Und vermengen das Ganze schön und geben das Ganze dann nach 25 Minuten, wenn der Backofen piepst, einfach über die Kartoffeln. Dann verteilen wir die Hähnchen-Nuggets drauf und dann wird dann das Ganze für weitere 20 Minuten in den Backofen.
Für das Ofengemüse habe ich jetzt hier 3 Möhren, eine Zucchini, ungefähr 250 Gramm Tomaten, dann 2 Paprika, etwas Balsamico-Essig cremig, Salz und Pfeffer. Schau mal, so schnell habt ihr ein leckeres Mittagessen gezaubert. Alle sind glücklich und ich würde es auf jeden Fall auch noch in die Kategorie gesund nehmen, weil Kartoffeln sind gesund. Wir benutzen nur hochwertiges Olivenöl und davon auch nicht zu viel. Wir braten es nicht an, es kommt in den Backofen. Das heißt, man benutzt automatisch weniger Öl. Und Gemüse ist, wenn ihr den Anteil von Gemüse erhöht, was ja auf unserem quasi auch ist, die Kartoffeln sind ja weniger im Verhältnis zu dem Gemüse, zählt das Ganze auch als gesund. Die Hähnchen-Nuggets sind Nutri-Score B. Die bleiben natürlich auch nur B, wenn ihr das Ganze im Backofen zubereitet. Sobald die in die Pfanne kommen, sind die natürlich wieder etwas ungesünder, weil da die Panade dann das ganze Fett aufsaugt. Ja, und wer das Ganze dann in der Fastenzeit ganz gesund essen will, lässt einfach die Hähnchen-Nuggets weg. Weil wir ja beim Thema ja nur gesund geblieben sind, ne? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zubereiten dieses Rezepts. Upgrades zu dem, meinem Lieblingsrezept gibt es immer, weil im Sommer passe ich das Ganze dann einfach zum Grillen einfach mit leckerem Grillkäse an. Wenn ihr da Rezeptinspirationen zum Grillen später wünscht, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann kann ich euch meine Grillvariante davon auch noch filmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Und das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie mein Shop. Wenn euch irgendwas von Pampered Chef interessiert hat und ihr gesagt habt, wow, das brauche ich auch in meiner Küche, dann könnt ihr das gerne bestellen oder mich anschreiben und eine Kochshow buchen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.